kümmerliche Vorstellung. Hey, Lobart, was ist los? Du weißt nicht, was los ist? Nein. Das kleine Rübenfeld neben der Scheune muss abgeerntet werden. Ich soll Rüben ziehen? Richtige Männerarbeit ist wohl nichts für so einen feinen Herrn, was? Ach, warum eigentlich nicht? Der große Held von Welt, ja, geht heute aufs Feld und pflückt die Rüben, ja, dort drüben. Meine Laune kann nichts trüben, nein. Stets bereit für Feldarbeit, denn es fällt mir leicht, leicht. Der Boden wird gelockert, ja, aber nur ganz seicht, seicht. Den Mut pack ich oben zu und zieh an der Pflanze, ja. Bei diesen Arbeitsschritten siehst du, wie ich tanze, tanze. Einer nach der anderen, oh ja, zieh ich einfach raus. Ich bin der beste Rübenpflücker, denn ich hab es drauf. Das Feld ist leer und mein Magen auch. Deshalb geh ich mal eben rüber zu Hilda ins Haus. Hilda, die chillt da, drüben in der Küche. Küche. Was sind das denn wieder für Gerüche? Es riecht so gut, es schmeckt so gut. Rüben-Eintopf, ja, oh ja. Hilda ist hier die beste Köchin, das ist doch wohl klar, klar. Blicke treffen sich, Romantik in der Luft. Doch dann kommt Lobart rein und die Stimmung ist verpufft. Shit. Hier, Lobart, die Rübenernte ist beendet. Ja, aber das sind ja noch nicht mal 20 Stück. Ja, sieh zu, dass du mehr holst. Los, an die Arbeit. Sonst mache ich dir Beine.